Ja, hey, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eisenhower Egg, Haftabis plus The Binding of und überhaupt. Wir machen heute eine Daily Challenge und zwar ist das die Maggie und sie guckt da gar nicht so lieb. Warte mal, in einem New One guckt sie eher. Guck mal, da lächelt sie richtig. Beim Daily One ist sie ein bisschen mies gelaunt. Egal, wir spielen auf jeden Fall mit Maggie. Ich find's interessant, dass der neue Daily One in 14 Stunden ist. Das wäre nämlich so ungefähr 2, 4, 10 Uhr morgens in Deutschland. Da muss ich doch mein Knoppers essen. What the hell? Wieso ist da die neue Challenge? Gut, wo müssen wir hin? Wir müssen zu Isaac, so wie ich das sehe. Also Isaac ist der letzte Boss. Maggie, ja, hat hier noch ihre Speed-Up-Pille, die man nutzen könnte. Erzählt das für die Daily Challenge auch, was man außerhalb des Spiels freischaltet? Weil Maggie startet ja normalerweise nicht mit der Speed-Up-Pille, nur wenn man irgendwelche tollen Challenges gemacht hat. Jetzt frage ich mich, ob, wenn man diese Challenge noch nicht gemacht hat, ob die Leute dann auch diese Speed-Pille trotzdem haben. Egal, Maggie ist auf jeden Fall scheiße, denn sie ist ohne diese Speedpille mega langsam am Anfang. Selbst mit der Speedpille hat sie halt nur einen, ja, ein einer Speed. Das ist halt der normale Speed, den man hat. Sonst hat sie nur 0,8 und das ist mega kacke. So, wie ist das bei der Daily Challenge? Man hat trotzdem goldene Räume, ne? Ja, okay. Also die brauchen wir schon irgendwie. Ansonsten hat sie noch ihr Spacebar-Item, dass sie Leben dazu bekommt, was man aber an sich nicht braucht. Und Maggie ist halt mehr oder weniger ein Tank. Und doof, ich mag Maggie gar nicht, Leute. Mögt ihr Maggie? Maggie ist ein blöder Charakter. Yay, Faith up. Blaue Herzen. Geil. Freu und so. Ja, ich habe schon zwei Daily Challenges die letzten beiden Tage gemacht, auch geschafft. Ich wollte euch damit jetzt nicht nerven. Ich habe das immer abends irgendwie nicht aufgenommen. Ich habe es eben nicht aufgenommen. Ich habe das gespielt, weil ich einfach Bock drauf hatte auf Isaac, aber keinen Bock aufzunehmen. Und immer nur Daily Challenges finde ich auch lame, Leute. Ich hatte einfach mal Bock, das privat zu spielen. Ich hoffe, ihr versteht das. Auf jeden Fall habe ich zwei Daily Challenges geschafft. Und ich habe die Vermutung, dass ich nämlich, wenn ich diesen One hier jetzt auch überlebe und schaffe, dass ich dann eventuell das Modem freischalte. Und wenn ich irgendwas freischalte, dann möchte ich euch das nicht vorenthalten. Deswegen nehme ich jetzt diese Folge auf. Es ist übrigens gerade 8:30 Uhr abends, also sehr spät. Eigentlich nehme ich nicht so spät auf. Aber keine Ahnung, sonst hätte ich wieder heute kein Video. Das ist blöd. Ich nehme ja immer relativ tagesaktuell auf. Und irgendwie, ich bin gerade ein bisschen down. Könnt ihr euch ausmalen, warum? Ich merke gerade, ich habe eben noch geschlafen. Kurz. So ein Abend-Mittagsschläfchen. Was auch viel zu lange wieder ging. Deswegen bin ich gerade noch ein bisschen verplant. Ich bin gerade noch so ein bisschen schlaftrunken, wenn ich das so sagen darf. Auf jeden Fall ist da gestern Artikel 13 durchgekommen. Und das ist auch mein erstes Video, nachdem Artikel 13 durchgewunken wurde. Und ja, keine Ahnung. Ich fand das scheiße, dass das gestern durchgekommen ist, Leute. Also so richtig durchgekommen ist es anscheinend noch nicht. Sondern das muss jetzt noch am 6. oder 9. April. Ich glaube aber am 6. April. Jetzt ist garantiert der 9. Wenn ich mich zwischen zwei Dingern nicht entscheiden kann, ist das immer das, wofür ich mich nicht entschieden habe. Auf jeden Fall April, 6. oder 9. Geht das jetzt nochmal vor die Bundesregierung, heißt vor Angela Merkel und die muss halt sagen, ja, cool, machen wir so, wie ihr das gemeint habt. Oder sie sagt halt, nee, alles blöd. Aber die Merkel hat ja sowieso schon in der Vergangenheit gesagt, dass sie die Upload-Filter auf jeden Fall haben möchte, hat es ja sogar selbst als Merkel-Filter bezeichnet. Und daher wird da wohl nichts passieren. Aber ich habe schon gesehen, dass wieder neue Demos angekündigt worden sind. Trotzdem, obwohl das jetzt im Parlament durchgewunken ist. Guck mal, ich sehe hier einen Stein mit einem X drin, aber nur so ein kleines X. Braucht man da dann zwei Bomben für? Keine Ahnung, Leute. Naja, wir holen jetzt erstmal unseren ersten Devil Deal. Das ist sehr wichtig als Maggie. Bla bla bla. Ja, aber irgendwie, ich fühle mich ein bisschen verarscht von der Bundesregierung hier. Ich meine, 5 Millionen Leute haben einfach unterschrieben, dass Artikel 13 nicht durchkommen soll. Dann gab es ganz viele Demos. Also nicht nur diese eine, aber bei dieser großen Demo ja auch 200.000 Leute oder was. Auf jeden Fall über 100.000 Leute. Je nachdem, aus welcher Quelle man das nimmt. Und juckt die einfach nicht. Ist den scheißegal. Ich habe sogar mitbekommen, dass die Change.org Leute, die mit dieser Petition da waren, geil, zwei Speed-Up-Pillen, mega gut. Nochmal bei der bei dem Parlament da waren und gemeint haben, ja hier, 5 Millionen Leute haben unterschrieben, hier nimm bitte diesen Zettel an und sag was dazu. Aber der Richter oder was das ist, der mal sagt, ja hier, wer ist dafür, wer ist dagegen, bla bla bla, der wollte das nicht mal annehmen. Finde ich frech, Leute. Das hat die Julia Reda schon schön gesagt in einem Tweet.
die neue Generation, die jetzt wählen darf, die lernt daraus eigentlich nur, dass Demos und sowas nichts bringt. Und dass Demokratie scheiße ist und dass es gar keine richtige Demokratie hier gibt. Was ist hier los, Leute? Was ist in Deutschland kaputt? Ja, weiß ich nicht. Mal gucken, wie das jetzt in den nächsten 2 Jahren wird. Oder Deutschland hat ja jetzt 2 Jahre Zeit, beziehungsweise die EU-Länder, weil das ja europaweit abgeschieden worden ist, tun, das irgendwie in ihr Recht einzubinden. Und mal gucken, wie das jetzt am Ende wird. Weil bisher ist ja nur der Vorschlag, glaube ich, durchgekommen. Also, dass man das irgendwie in sein Gesetz reinpacken muss. Aber wie man das Gesetz dann genau verabschiedet in seinem Land, bleibt, glaube ich, den Ländern selbst überlassen. Ich glaube, aber in Deutschland wird das mega kacke. Weil aus Deutschland kommt dieses neue Gesetz ja halt auch irgendwie. Also der Axel Voss wollte das ja haben. Das ist ja nun mal ein CDU-Typi. Aber so richtig drin bin ich auch nicht. Deswegen kann es sein, dass ich voll viel Bullshit hier laber, Leute. Will auch gar nicht so politisch werden. Bla bla. Aber wenn ihr über 18 seid, dann geht auf jeden Fall wählen hier am 26. Mai. Und wählt nicht die CDU. Bla bla bla. Mal gucken, Leute. Ich weiß auch nicht, wen ich wähle, aber es wird ja bestimmt ein Wahl-O-Mat geben. Ich habe schon gehört, der soll erst Ende April kommen. Da kann man da mal gucken, Leute. Cool, alles toll. Irgendwie alles komisch. Ich habe das übrigens live miterlebt. Habt ihr das auch gesehen, diesen Livestream, die da abgestimmt haben? Apropos Änderungsvorschläge, da gab es ja irgendwie den Antrag, also während dieser Parlamentssitzung da, auf Änderungsvorschläge. Ah, okay, ich traue mich nicht. Vielleicht hätte ich durchwaschen können. Und der wurde mit 5 Stimmen dagegen irgendwie abgelehnt. Also hätten 5 Leute noch positiv gestimmt, dann hätte es zumindest noch Änderungsvorschläge geben können für den Artikel 13. Dann wäre der jetzt nicht ganz durchgekommen, sondern hätten die erstmal diese Änderung da machen müssen, bla bla bla. Und dann wäre das vielleicht gar nicht durchgekommen, bevor die Wahlen sind. Und das wäre mega gut gewesen. Und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass 10 Leute sich im Nachhinein, nach der Abstimmung, sogar noch umentschieden haben. Und irgendwie, wenn diese 10 Leute sich gleich am Anfang richtig entschieden hätten, dann wäre dieser Änderungsvorschlag zumindest durchgekommen. Leute, das hat alles verändert. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt trotzdem gültig ist, obwohl die Leute sich ja... Hilfe. Aua. Nochmal umentschieden haben oder korrigiert haben. Oh, shit. Aber nun ist das so, jetzt ist Artikel 13 auf jeden Fall da. Ich bin gespannt, wie die ganzen Foren und sowas sich da jetzt drauf einstellen. Auf jeden Fall klar, dass bei YouTube, glaube ich, nicht allzu viel passieren wird, weil die hatten ja auch schon Content-ID. Also um YouTube mache ich mir ehrlich gesagt so gar keine Sorgen, dass da irgendwas passiert. Und auch um meinen Kanal nicht und gar nichts. Aber diese ganzen kleinen Foren und sowas, die sich da jetzt abändern müssen. Oh ja, finde ich gut. Die tun mir leid. Wenn Artikel 13 wirklich so durchkommt, wie es geplant ist. Weil die können dann, glaube ich, nicht so bestehen, wie sie jetzt bestehen. That's sad, Leute. Wir können auf jeden Fall... Oh. Okay, wir sind noch schwächer geworden, als wir sowieso schon sind. Dafür ist unsere Wage hochgegangen. Wir haben übrigens gerade den The Infinity eingesammelt. Ich glaube, den hatte ich bisher noch nie so richtig benutzt. Das ist auf jeden Fall ein Item. Das gibt uns, ja, ganz viele Würfel. Dafür steht das die Dice. Und dieser Würfel, immer wenn man ihn einsetzt, verändert er sich. Das heißt, wir hatten eben den D4, glaube ich. Der hat jetzt unsere Stats verändert, deswegen sind wir jetzt mega schwach und so. Und als nächstes werden wir den D20 bekommen. Der macht, glaube ich, dass auf dem Boden die ganzen Münzen und sowas sich umändern. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir irgendwann nochmal ein D4 bekommen, weil unsere Items sind gerade mega scheiße. Oder ein D100. D100 wäre sogar noch besser, weil nicht nur unsere Items kacke sind, sondern unsere Stats jetzt auch. Ja, geil. Deswegen, ich warte jetzt gar nicht, dass hier irgendwas auf dem Boden liegt. Einen Schlüssel nehme ich noch mit. So, hier, setz ein. Wir kriegen nochmal den D20. Na, ganz toll. Ich hätte gerne den D irgendwas. Gib mir einen besseren D. Sogar ein D6 fände ich gut. Naja, immerhin haben wir ein paar Schlüssel. Ach ja, dieser One ist genauso kacke wie Artikel 13 gerade. Wow. Gefällt mir gar nicht. Mann, wieso hat er mir denn so viel Damage noch weggenommen? Einfach ein Drittel an meinem Damage weggenommen. Ist doch kacke. Ja, und deswegen, ich war irgendwie jetzt die letzten 1,5 Tage nicht wirklich motiviert, irgendwas aufzunehmen. Obwohl es halt nichts mit YouTube an sich zu tun hat. Bla 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 bla. Auf jeden Fall kommt in der nächsten Zeit mal wieder eine UST-Challenge. Um ja, ein bisschen meine YouTube
Folgenplan, den ich nicht habe, Uploadplan habe ich auch nicht. Einblick zu gewähren. Ist auch schon hochgeladen, muss nur noch ausgewertet werden von dem guten Chesra. Der hat nämlich die zweite OST-Challenge, also diese Videogame-OST-Challenge gemacht, wo man Videogames errät, beziehungsweise erraten sollte, was ich nicht tue. Aber ich versuch's zumindest. Habe ich jetzt hochgeladen, ist auch schon seit 2 Wochen auf meiner Platte drauf, aber ich durfte es nicht hochladen, weil 2 Leute zu spät ihr Ding abgegeben haben, beziehungsweise gar nicht abgegeben haben und alles doof, Leute. Der D6 ist natürlich mega cool. Ich glaube, wir werden gleich nochmal kurz zurücklaufen. Aus dem einfachen Grund, dass wir dann unser Yamhart nochmal rerollen können. Aber ich glaube, aus einem Spacebar-Item kann gar nichts anderes werden, oder? Also ein Spacebar-Item, selbst wenn man es rerollt, bleibt, glaube ich, ein Spacebar-Item. Kann mich aber auch irren. Wir werden es gleich erfahren, nachdem wir 2 tolle Räume noch gemacht haben. Okay, es wäre vielleicht schlauer gewesen, erst einen Raum zu machen und dann hier reinzugehen, damit wir den Devil-Deal, falls wir ihn bekommen, rerollen könnten. Aber egal. Wir haben übrigens eine 50%ige Chance auf einen Angel-Deal, was mega gut ist. Also ein Angel-Deal fände ich richtig cool. Irgendwie so ein Godhead oder sowas. Aber ich fand beides gut. Ein Devil-Deal finde ich auch okay. Wir machen so gar kein Damage, das ist toll. Ich liebe keinen Damage machen. Das streckt die Folge immer so richtig geil. Ich liebe das. So richtig krass. Das reibt sich. Liebe das so richtig krass. Naja, so ein Halb. Wie sieht die Revolution, unsere Generation? Ja, hier. Die neue Zeit beginnt und wir starten schon. Hier. Oh Mann, wieso kriege ich denn einen Boss, der so viele Leben hat, wenn ich keinen Damage habe? Das macht das Spiel doch mit Absicht jetzt. Ohne Witz. Bam, 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 bam. Der Boss nervt mich jetzt schon. Nun gut, was ist sonst passiert? Ich habe einen Livestream von Rocksmith geguckt, weil ich ja in letzter Zeit wieder mehr Rocksmith spiele. Und mehr, also das ist so ein Gitarren-Bass-Spiel und ich spiele gerade sehr viel Bass irgendwie, weil Bass-Spiel macht Spaß. Ich spiele jetzt das erste Mal wieder mit Plektrum. Ich habe Bass sonst immer mit den Fingern gespielt, aber weil ich jetzt ja Blasen bekommen habe an Zeige und Mittelfinger, was mega kacke ist, auch im normalen Leben. Man merkt erst, wenn man diese Blasen hat, wie oft man tatsächlich die Fingerkuppe von Zeigefinger und Mittelfinger benutzt. Glaubt man gar nicht, aber für jeden Scheiß. Und das tut dann immer weh. Mega kacke, Leute. Okay, wir kriegen gar nichts. Können wir einmal aufheben für Bookworm, aber ansonsten bringt uns das nichts. Es sei denn, wir haben hier noch irgendwie... Ey, wir haben nicht mal einen Stachelraum. Wir haben nicht mal noch einen Raum. Aber das ist ja super lame. Super lame. Wir gehen mal in den Shop. Einfach, um zu gucken, ob da vielleicht eine Batterie drin ist. Ein Batterie-Baby ist hier drin. Wow, nehme ich mit. Gib mir die Charge-Baby. Charge-Baby. Aber wir haben leider keine Bombe. Wir könnten hoffen, dass der Typ uns eine Bombe gibt. Okay, das ist jetzt richtig riskant. Nee, der soll uns Geld geben. Gib mir bitte Geld, er gibt uns kein... Chaos! Ich hätte das nicht machen sollen. Ja, cool. Wir können einfach überhaupt gar nichts machen. Wir haben den D6, haben aber keinen weiteren Raum, um irgendwas zu machen. Um den D6 aufzuladen. Wir haben auch leider keine Batterie. Heißt, wir haben hier 2 Items rumliegen, die wir nicht mitnehmen können. Ja, geil. Finde ich gut. Finde ich richtig geil. Auf jeden Fall, ja. Ich habe Rocksmith gespielt. Mit dem Plektrum geht das bei mir sogar besser. Ich spiele mit dem Plektrum komischerweise schneller, als wenn ich mit den Fingern das so auftippe. Wieso ist unser D6 denn jetzt voll geworden? Hä, ich dachte, das Charge Baby gibt dann nur ab und zu Batterien. Okay, jetzt bin ich ultra verwirrt. Anscheinend charge das auch so ab und zu mal dein Spacebar-Item auf. Das ist ja höchst interessant. Höchst interessant. Wir sollten relativ schnell unseren D6 auch benutzen. Einfach weil wir richtig dringend ein D4 oder ein D100 oder D20 brauchen. Ne, D4 oder so. Ja. Ach ja, und... Da habe ich jetzt einen Stream geguckt, die machen, glaube ich, jede Woche einen Stream, weil jede Woche ein neues DLC rauskommt, wo die neue Lieder und sowas rausbringen, die man sich dann kaufen kann. Und die machen immer ein Waffle, also ein Gewinnspiel. Und da habe ich tatsächlich gewonnen, Leute. Ich habe mich durchgesetzt bei 66 anderen, die mitgemacht haben. Haben ein richtig geiles DLC gewonnen mit 3 Liedern. Und die Lieder sind sogar cool. Das ging irgendwie so um Powerfrauen oder sowas. Und das sind voll die rockigen Lieder, die ich da gewonnen habe. Im Wert von ganzen 8 Euro oder so. Wollte ich nur mal ein bisschen angeben, dass ich mal Glück hatte in irgendeinem Waffle. Yay. Ach ja. Keine Ahnung, ich spiele in letzter Zeit wirklich richtig viel Rocksmith wieder. Also zumindest so 1 Stunde am Tag. Letztes Mal, als ich das gemacht habe, da war ich in Japan. Mit meiner richtig schlechten Gitarre, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe für 20 Euro oder so. Nicht mal, ich glaube, die hat da nur 15 Euro oder so gekostet.
Die ist auch mega schlecht. Also die klingt kacke. So richtig kacke. Oh Gott, ist das nervig mit so wenig Damage. Oh ja, macht mir in letzter Zeit wieder recht viel Spaß. Es kann sogar sein, dass ich in nächster Zeit mal ein Rocksmith-Video mache. Allerdings mit Bass und ich weiß nicht, ob das halt so cool ist. Und dann müsste ich mich wieder zeigen und... Aber hatte ich zumindest im Hinterkopf irgendwie, dass man das mal machen könnte. Eine Bömpchen. Ich hätte gern einen goldenen Raum. Also ja, vielleicht kommt bald mal... Wieso sind die denn jetzt eingefroren? Ich verstehe hier gar nichts. Hier passieren Sachen, die ich nicht verstehe. Wir können auf jeden Fall zweimal rerollen. Das finde ich mega gut. Oh, und das wird auch fällig. Wir sind... In welcher Ebene sind wir? In der vierten? Und wir sind jetzt schon bei 15 Minuten. Diese Challenge nervt mich. Ah, ich habe immer noch keinen Barbers U-Code, by the way. Der Publisher meldet sich nicht. Heißt, es wird garantiert... Nein, wir haben keinen Schlüssel! Es läuft garantiert darauf hinaus, dass ich mir das selber kaufen muss. Dann bin ich 15 Euro ärmer und das ist sehr traurig. Noch eine weitere Batterie. Cool. Aber wenn ich jetzt zu lange warte mit Barbers U, dann bringt das nämlich auch nichts mehr. View-technisch zumindest. Aber ich glaube, das ist ein sehr schönes Spiel. Pow, pow, pow. Ich muss mal gucken, ob das auf der Switch irgendwie vielleicht sogar günstiger ist. Mir bringt das ja alle... Kannst du mir mal einen Schlüssel geben, please? Oder irgendwas? Ich setze gleich mein D4 ein, ohne... Ich meine mein D6. Ich setze gleich mein D6 ein, ohne dass ich hier irgendein Item rewalle. Kannst mich mal... Das ist ja mega nervig, wenn man so schwach ist. Oh ja, okay. Rip-Devil-Deal. Mag diesen One nicht. Kaum nehme ich wieder das Eisegg auf, verkacke ich die Daily Challenge, oder was? Ist das denn dein Ernst? Oh, danke. Und lass da bitte einen Schlüssel drin sein. Ich will nur einen einzigen Schlüssel. Schlüssel? Kein Schlüssel. Schlüssel? Schlüssel? Bitte einen einzigen... Oh. Wir können uns auch nicht in den goldenen Raum reinsprengen. Ich will nicht in den... Och Mann. Ja, hallo Boss. Yo, hast du viele Leben? Ich hoffe nicht. Ich habe eine Bombe für dich. Hier, stirb dran. Mir egal, ob ich fast keine Bomben habe, aber ich mache kein Damage. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt gegen den sterbe, einfach nur, weil ich kein Damage mache, dann bin ich sehr traurig, Leute. Blub, 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 blub. Irgendwie hoffe ich, er gibt uns ein schlechtes Item, sodass ich den D6 guten Gewissens einsetzen kann. Wieso bin ich gerade so mega schlecht im Ausweichen? Ist Maggie... Maggie ist eine fette Sau. Wieso kann die denn nichts ausweichen? Oh Gott, ich sterb hier. Nimm die Bombe und stirb. Bevor ich sterbe. Alter, ist das nervig. Ich glaube, ich habe gegen Stay noch nie so viele Leben verloren. Nein, ich... Oh, das ist schön. Damage up, finde ich gut. Wir haben einen D20 bekommen. Das ist eher nicht so geil. Ja, komm. Der D4. Okay, ein D4. Obwohl, jetzt ist unser Damage eigentlich gar nicht so schlecht. Ich setze trotzdem mal ein. Unser Damage ist noch ein bisschen höher gegangen. Wir sind mega schnell. Okay, das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Da hätten wir einen Schlüssel. Wir brauchen aber zwei Bomben dafür. Und die haben wir nicht. Wir haben den super Geheimraum. Das heißt, mit ein bisschen Glück kann hier noch der normale Geheimraum sein. Nope, aber ein Schlüssel auch nicht. Ich hätte gerne einen Schlüssel. Aber unser Damage gefällt mir jetzt. Fast ein 6er Damage. Oh Gott, okay, wir... Unser Tiersab ist jetzt mega kacke. Unsere Tiersrate. Wir schießen mega langsam. Was ist das für ein Scheißmann? Oh Gott, wenn das so weitergeht, dann komme ich nicht mal in die Top 2000 in den Daily Challenges. Was ich übrigens mega krass finde, wie viele Leute einfach die Daily Challenge bei Isaac machen. Also, so 3000 Leute am Tag bestimmt. Finde ich krass. Also klar, ist auch ein beliebtes Spiel. Aber 3000 Leute jeden Tag ist schon heftig. Also wahrscheinlich sogar noch mehr. Ich weiß nicht, ich komme immer nicht an das Ende, aber da ich schon immer nur, und ich fühle mich relativ schnell manchmal zumindest, und bin dann trotzdem nur Top 1000 oder so. Oder ja, gut möglich, dass das so 5000 Leute spielen oder so jeden Tag. Okay, Rewall. Wir sind langsamer, aber schießen schneller und sind noch ein bisschen... stärker geworden. So, der hat, glaube ich, Leutchens gerewollt. Die Gegner. Ah, ne, den wir jetzt haben. Der Rewollt-Gegner. Ja, die Infinity ist aber wenigstens mal ein schönes Item. Gib mir doch endlich mal einen Schlüssel. Das ist so eine Kack-Challenge hier. Was ist los? Ich mag die wirklich gar nicht. Mit den Schlüssel kommen wir nicht ran. Ist ja, wir kriegen irgendwie noch eine Bombe. Haben wir aber nicht.
Nee, da laufe ich auch nicht gegen. Ja, GG. Wieder keinen einzigen Schlüssel. Dann können wir nichts machen. Wir können weder in den Shop noch in den anderen Raum, noch kommen wir an den Schlüssel ran. Ja, dann tschüss. Dann will ich halt keinen goldenen Raum. Mir doch egal. Alles cool. Aber sonst, ich habe mir ein Lenkrad gekauft mit Pedale, so ein richtig billiges Scheiß-Lenkrad. Aus Plastik. Auch wieder gebraucht von Amazon Warehouse oder sowas. Wieder geil 20 Euro gespart. Und es war wieder wie neu. Also Warehouse, diese Warehouse-Dienste, ich sag's gerne immer wieder hier, Werbung für Amazon, wup, wup. Aber die lohnen sich irgendwie mega. Die sagen immer, ja, hier, also meistens, man spart so, keine Ahnung, 50 oder 40%. Alter, sind hier viele Batterien. Von dem Neupreis. Das Produkt ist trotzdem neu. Das Einzige, was... Eigentlich finde ich den Damage gut. Oh, wir werden trotzdem immer stärker. Mega krass. Ja komm, lass uns rerollen. Ja, D100, why not? Mach, was du willst. Okay, wir sind stärker da rausgekommen. Ja, mega gut. Wir greifen nicht so schnell ab, aber doch, finde ich gut. Wir haben auch einen Schlüssel bekommen, Leute. Jetzt habe ich mal... Warehouse Deals, genau, hat mir ein Pedal geholt. Weil der Shazen mich dazu gedrungen hat. Der hat mir dafür Formel 1 geschenkt, tatsächlich, weil das im Angebot war. Und jetzt spiele ich trotzdem kein Formel 1. Aber egal. Und da habe ich jetzt gestern den Euro Truck Simulator 2000... Euro Truck Simulator 2. Der hat gar keinen Namen da drin. Gar keine Jahreszahl. Gespielt. Und das ist ein ganz schön komisches Spiel, Leute. Richtig strange. Also nicht nur, dass mein... Guck mal da, der Shazen, wo man gerade über ihn spricht. Nicht nur, dass mein Scheibenwischer nie ausgegangen ist, weil ich nicht wusste, wie man den ausstellt. Nein, ich bin auch umgekippt, weil ich zu schnell... Daddy's Love, oh. Ich glaube, meine Items sind gerade mega gut eigentlich. Mein LKW ist auch umgekippt und alles, weil ich zu schnell um Kurven wollte und alles war komisch und nichts ging, wie ich wollte. Mega komisch. Weiß nicht, ob ich mich mit solchen Simulationen irgendwie anfreunden kann. Kann auch sein, dass einfach nur mein Lenkrad halt mega doof ist, weil das so ein Billy-Bullo-Bullo-Ding ist. Aber ja. Obwohl das von Lalu ist. Von Ferrari. Wollen wir jetzt nochmal rerollen? Eigentlich gefällt mir das Damage, das wir so haben, hier gerade mega gut. Wir haben halt ein paar Damage-Ups bekommen. Drei Damage-Ups. Wir haben eine Spritze, die Damage abgibt. Wir haben diese Peitsche, die auch Damage abmacht und auch, dass man schneller schießt. Daddy's Love ist halt mega gut. Und wir haben dieses Meat-Ding, das einen auch stärker macht. Goldenen Raum haben wir schon. Von daher, eigentlich mag ich unsere Items, so wie wir gerade sind. Und von den Stats her sind wir auch ganz okay. Ich weiß nicht, ob wir uns da rerollen sollen. Man könnte natürlich noch mega gute Sachen bekommen, so Laser oder sowas, so Tech-X oder Godhead oder so. Kann ja alles passieren. Okay, ja, lauf einfach in den Strahl rein. Ist immer nett. Und das wird auch den Run so ein bisschen schöner machen. Aber die Downside von dem Ganzen wäre natürlich, dass wir dann wieder schwach werden. Also Leute, was tun, Leute? Was tun? Tears Up. Ah, mega gut eigentlich. Tears Up von 9. Oder Tears Rate von 9. Mega gut. Und Daddy Longlegs ist halt auch richtig krass. Also der tritt halt die ganze Zeit und tötet dann die Gegner. Ist doch nett. Ich find's nett. Ach ja. Große Räume, auch immer schön. Ich habe wieder nichts zu erzählen, Leute. Was habe ich auch gemacht? Ich habe gestern den ganzen Tag Satisfactory gespielt mit dem Josh und dem Tidus, aber ich habe es leider nicht aufgenommen. Und wir haben da ein... Ja, komm. Wir haben da ein Weltraumlift gebaut. Der bringt irgendwie... Lall, nice. Der bringt irgendwie so gar nichts, dieser Weltraumlift, aber... Er sieht cool aus. Und die Animation, wie er ankommt, war auch richtig cool. Irgendwann zeige ich euch nochmal meine Basis. Die ist jetzt nicht so riesig groß. Aber ja. Ich müsste eigentlich wirklich nochmal ein Satisfactory-Video machen. Aber irgendwie ist das komisch. Also wenn ich das mit anderen spiele, dann möchte ich das sowieso nicht aufnehmen irgendwie. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist... Also, dass ich es selber aufnehme. Solo. Oder dass ich es mal streame oder so. Oh, wir sind schon bei Mom. Okay. Schon, vor allem. Wir haben ein bisschen Zeit aufgeholt tatsächlich, dadurch, dass wir ein bisschen stärker geworden sind. Dafür, dass wir in Ebene 4 bei Minute 16 oder so waren. Also so richtig schnell sind wir trotzdem nicht, aber doch. Also ab Ebene 5
lief das ganz gut. Ich bin froh, dass wir den die Infinity hier gefunden haben. Oh, und wir müssen zu Satan. Wir müssen zu Blue Baby. Blue Baby ist das Ende. Okay, gut zu wissen. Jetzt ist auch blöd, wir haben gar nicht so viele Leben. Ich hätte vielleicht noch ein paar Leben mitnehmen sollen. Wenn es uns ganz schlecht geht, dann können wir natürlich auch den D4 einsetzen. Denn der wird uns hundertprozentig, naja, sagen wir 98%ig, auch ein paar Lebensupgrades geben. Also wenn, wenn es einem da ganz schlecht geht, oh Gott, ich werde hier hundertprozentig Leben verlieren, aber ich riskiere das mal. Geil. Okay, warte. Wir gehen hier durch. Ich glaube, das ist besser. Sehr schön. Wow. Die 100% Chance hat sich nicht bewährt. Schön. Schöne Sache. Ne, wir bleiben so, wie wir sind. Das ist das Beste, Leute. Immer so bleiben, wie ihr seid. Dann mögen euch die Leute auch am meisten. Liebt euch, wie ihr seid. Ja. Denn wie soll ein anderer euch lieben, wenn ihr euch selber nicht liebt? Bla, 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 bla. Komische Sprüche kommen aus meinem Mund. Ich bin wirklich immer noch so richtig müdes trunken. Kennt ihr das, Leute? Dann seid ihr so ein bisschen knatschig. Ich merke das richtig. Ah. Ich hätte keinen Mittagsschlaf halten sollen. Ich war so müde. Weil ich... Was habe ich eigentlich gegessen? Ich weiß nicht mehr, was ich gegessen habe. Ich habe, glaube ich, nur Salat gegessen. Wir haben einfach gar nichts mehr hier zu Hause. Nicht mal Toastbrot, einfach gar nichts. Ich meine, mein Frühstück war heute Knorr-Gulasch-Nudeln. Mega kacke, Leute. Hat der Tag schon scheiße begonnen. Und dann musste ich Physik lernen, was ich nicht gerafft habe. Und dann habe ich es doch gerafft. Und Physik und Chemie und sowas, diese ganzen Naturwissenschaften, sind erstmal mega kacke, wenn man sie nicht versteht. Und auch mega kompliziert, wenn die dich da mit 20 Formeln und sowas und ganz vielen neuen Begriffen, die du noch nie gehört hast in deinem Leben, konfrontieren. Dann liest du dich dabei ein. Und wenn du es dann raffst, dann finde ich das mega interessant. Also mein Abitur besteht ja auch gerade... Ich habe so ein komisches Abitur gewählt. Ich habe... Lol. Was die meisten noch nicht verstehen können. Ich habe Physik und Chemie eingetauscht für Wirtschaft. Also nee, andersrum. Also ich habe Physik und Chemie und Biologie in meinem Abitur, wo ich auch meine Abschlussarbeiten schreibe. Und hab dafür weggetauscht Wirtschaft und Geschichte zum Beispiel. Und wenn ich das Leuten erzähle, dann sagen die immer, hey, bist du bescheuert oder was? Wieso machst du denn sowas? Bist du doof oder was? Aber irgendwie, ich komm besser klar mit diesen Naturwissenschaften, weil da gibt es nur richtig oder falsch, als mit diesen Wirtschaft und Geschichten, bla, wo man meistens so ein bisschen freier formulieren muss. Aber sowas mag ich nicht, Leute. Frei formulieren finde ich doof. Vor allem Wirtschaft. Irgendwie, ich raff Wirtschaft nicht. Die fragen aber so ganz komische Sachen. Also wenn es jetzt... Es ist nicht nur Wirtschaft, es ist auch Politik und sowas dabei. Und wenn da dann so Fragen kommen, ja, weiß ich nicht, jetzt aus der Realschule die ganzen komischen Sachen. Demografie von Deutschland. Hier, warum gibt es so viele Leute, alte Menschen? Was kann man dagegen tun? Und hier, du hast ein Dorf, wo mehr Ausländer wohnen, warum sind die alle da, was kann man tun, bla bla bla, sowas. Und dann musst du selber nachdenken, was man da machen kann und bla. Finde ich scheiße. Dann lieber, wie in Chemie und so, hast du deine Formel und dann fragen die, ja, wie viel Kilojoule brauchst du, um 800 Gramm Wasser und 500 Gramm Alkohol auf 20 Grad zu erhitzen. Sowas finde ich besser, Leute. Sowas, da hast du ein klares Ziel. Und auch eine klare Antwort. Oder bist du glücklich? Du musst dir nicht selber was ausdenken. Das ist aber schön. Du musst einfach nur den Sachverhalt raffen und kannst das dann machen. Hallo, Idlibs. Ja, Leute, wie steht ihr dazu? Aber. Von Geschichte juckt mich wirklich gar nicht. Also schon, Geschichte, so Dokumentation und sowas finde ich mega interessant. In der Schule finde ich mit Geschichte aber immer blöd. Kann daran liegen, dass meine Lehrer immer mega kacke waren. In der Grundschule fand ich Geschichte noch nice, da war das cool. Dann auf der Realschule, nee, auf dem Gymnasium, ich war ja erst auf dem Gymnasium. Ich erzähle euch jetzt meine Lebensgeschichte hier. Da hatte ich so eine richtige Schnarchnase in Geschichte. Also da ist man wirklich eingepennt. Jetzt ohne Witz. Nee, Moment, das ist falsch. Auf dem Gymnasium hatte ich
ein Dude, der war eigentlich ganz cool, der war auch relativ jung. Allerdings hat er Mädels bevorzugt. Nehme ich mit. Er hat Mädels bevorzugt. Das heißt, die Jungs sind bei ihm erstens nie drangekommen, wenn man sich gemeldet hat. Und zweitens hat er den Jungs schlechtere Noten gegeben. Einfach so. Leute, wie kann das sein? Wie kann das sein? Egal, dann bin ich ja später, weil Latein mega kacke war und ich dann schlechte Noten hatte, auf die Realschule gewechselt. Da war ich dann wieder ganz gut, komischerweise. Und da war mein Geschichtslehrer so eine richtige Schnarchtüte. Bei dem haben wir immer nur Videos geguckt. Wir sind immer in den Videoraum gegangen, haben immer irgendein scheiß Video geguckt, was keinen gejuckt hat. Er ist nicht mal im Raum geblieben. Heißt, man konnte eins zu eins schlafen bei seinen Stunden. Es hat ihn nicht gejuckt, wenn man an seinem Handy gespielt hat. Es hat ihn nicht gejuckt, wenn man nicht im Unterricht mitgemacht hat. Das hat ihn nicht... Gar nichts. Der hat einfach seinen Scheiß runtergelabert. Übrigens genauso wie meine Lateinlehrerin auf dem Gymnasium. Die hat immer nur über ihr Leben erzählt, aber uns nicht wirklich Latein beigebracht. Deswegen bin ich da auch wahrscheinlich nicht mitgekommen. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass ich Geschichte nicht so zugesprochen bin. Juckt mich einfach nicht. Geben Sie mir den Schlüssel, den ich nicht brauche. Wie ist das eigentlich in der Wedge Chest? Da gibt es ja auch Truhen, oder? Aber die sind auf jeden Fall rot, oder? In Sheol? Bin mir da mal nicht sicher. Also ich habe im Hinterkopf, dass ich da rote Kisten bekommen habe. Kann aber sein, dass die nur rot waren, weil ich irgendwie dieses komische Trinket hatte damals. Von daher gar kein Plan. Das müsste eine Bibliothek sein, oder? Nee. Ein D100. Nein, danke. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was wir haben. Ach ja, Leute, wie war denn euer Tag? Das Wetter in letzter Zeit ist wieder irgendwie scheiße. Gefällt mir nicht. Also ich meine nicht, die Sonne scheint nicht mal mehr. Wir haben jetzt schon irgendwie so ein Aprilwetter. Also den einen Tag so richtig schön. So, keine Ahnung, 16 Grad, man kann rausgehen, es ist warm, die Sonne scheint. Anderen Tag scheint die Sonne auch, aber es sind dann plötzlich nur noch 6 Grad. Dann den anderen Tag regnet es einfach und dann hört es wieder auf, also so Schauer die ganze Zeit. Na, der Tag ist wieder überall Nebel und alles komisch. Hallo Satan, ich habe eine Bombe für dich. Und zwar jetzt. Als ob! Ich habe schon mega lang gewartet. Ah, ich habe das noch nicht so raus, wann Satan spawnt. Weil an sich könnte man ihn richtig gut mit der ersten Bombe treffen. Dass dann auch seine explosiven Würmchen tot sind. Aber ich verraff das irgendwie immer. Ich habe doch gegen dich schon gekämpft. Wieso lebst du doch? Ich bin Satan. Bla bla bla. Bla bla, ich bin ganz böser. Bla bla bla. Ich verliere gegen Satan. Ja, geil. So, Daddy Longleg gegen Satans Füße. Ja, Daddy Longleg. Fuß gegen Fuß Attacke. Daddy Longleg, ja, Fußattacke. Ich meine, Daddy Longleg ist schon ein schönes Item irgendwie. La 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 la. Satan ist so ein langweiliger Boss. Du. Schön. Langt leider immer noch nicht. Wir müssen nämlich leider schmeider zu den Black Baby. Wieso haben wir eigentlich kein Trinket? Wo ist unser Trinket hin? Hat der D100 auch unsere Trinkets weggemacht? Sieht gerade so ein bisschen so aus. Und in der Shio gibt es tatsächlich immer nur blöde rote Kisten. Das ist blöd. Was bist du? I can see forever! Health up. Bringt uns gar nichts, wenn wir nicht irgendwelche Lebensupgrades finden. Okay, Moment. Wir kümmern uns erstmal um den Buddy, weil der ein bisschen rumnervt. Und dann der Rest. Das lief überraschend gut. Ich habe keine Leben verloren. Krasser Scheiß. Ach ja, letzte Ebene. Mir gefällt diese Musik in der Shio übrigens so gar nicht. Die ist irgendwie viel zu... Die ist nicht mehr so richtig düster, die ist einfach nur langweilig, finde ich. Also im Ranking fände ich die Shiol-Musik wirklich die ist ganz weit unten bei mir. Die bringt einen schon fast zum Einschlafen. Das ist schon fast so eine Einschlafmusik. Das müsste eigentlich so eine Musik sein, so eine Horrormusik. So.
Ihr wisst schon Bescheid, Leute. Diese komischen Streichinstrumente, die nicht gut klingen. Lemon Party! Woo! Lemon Party! Party Party hart! Hier, ihr dürft alle von meiner Limonade schmecken! Woop, woop, woop. Das war eine geile Lemon Party, die hat mich richtig gefreut. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ach. Ich mag diese Challenge wirklich nicht. Merkt man das aus meinem Kommentarstil raus? Ich bin mir nicht sicher. Die hat scheiße angefangen. Ist natürlich am Ende ein bisschen schöner geworden. Dadurch, dass wir ein bisschen Damage dazu bekommen haben. Aber irgendwie so richtig anfreunden konnte ich mich mit dieser Daily Challenge nicht. Ich habe noch nie gesehen, dass diese Viecher, die da eben waren. Hier, danke. Sich so ein bisschen aufchargen. Also die gehen so ein Stück zurück. Okay. Bevor sie zu einem hinchargen. Ein Schlüssel, den ich nicht brauche. Das ist toll, denn ich habe einen Bauch. Und dieser Bauch ist voller Nudeln. Ein halbes Herz, ja, Dankeschön. Ich bin so froh, dass du mir das gegeben hast. Ja, ich hätte mein Spacebar-Item eigentlich aufbewahren sollen. Oh, unser Baby ist weg. Das ist ja mega sad. Unser Charge-Baby ist weg. Oh. Das hätte ich natürlich lieber behalten sollen tun. Das tut mir leid, Charge-Baby. Aber vielleicht kriegen wir eine Batterie hier. In dem netten Räumchen hier. Bist du eine Batterie? Nein, du bist ein Fortspenny. Können wir aber mitnehmen, weil wir kein Trinket haben. Gehen wir jetzt schon zu Blue Baby mit nur 4 Leben? Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Egal, komm. Ach, stimmt, das ist ja Lamp. Hä? Warte. Ach, Blue Baby ist in der Chest. Ja, jetzt macht alles Sinn, Leute. Ich habe richtig lange nicht mehr gegen The Lamp gekämpft. Ich weiß gar nicht mehr, was der kann. Kann der chargen? Kann der böse Sachen machen? Was kannst du? Also ich weiß, dass er seinen Körper verliert, wenn man ihn mehr Damage abzieht. Hey, ich habe wirklich mega lang nicht mehr gegen ihn gespielt. Ich glaube, ich muss mal öfters in die Shiol gehen. Jetzt hat er sein Dings hier verloren. Jetzt kann er auf jeden Fall auch chargen. Aua, hey. Ist ja mega uncool. Ich bin so froh, dass wir Daddy Longleg haben. Okay, das war ein langsamer Charge. Okay. Der ist auf jeden Fall sehr viel schwerer als das Blue Baby, meiner Meinung nach. Gerade sieht's aber gut aus. Ech. Ich hätte mein Spacebar-Item behalten sollen. Was machst du? Wieso machst du das? Ich habe nur noch 2 Leben. Ich freue mich gerade nicht, dich zu sehen. Okay, aber ich glaube, das sollten wir geschafft haben, oder? Was kommt jetzt? Die teilen sich auf! OMG! Das ist nicht gut für mein Gehirn. Okay, haben wir geschafft. Mit 3 Leben. Okay, ich muss auf jeden Fall öfters zu Shiol. Krass, ich war locker ganz lange nicht mehr hier. So, haben wir was freigeschalten? War das die 7. Daily Challenge, die ich jemals geschafft habe? Nein? Cool. Welcher Rang sind wir? 611. Oh, gar nicht so schlecht. Teufelrotflex ist auch noch auf der Liste, siehst du? Wieso haben die alle keine Bilder? Spielen die alle auf der Konsole oder haben die wirklich keine Bilder drin? Oder ist das Datenschutz und so bei Steam? Nee, guck mal, die haben ja Bilder. Strange, sind das auch alles Bots? Alles Bots, alles gekaufte Bots, ja. War anscheinend nicht die 7. Challenge, die ich je geschafft habe. Ich habe aber doch schon mindestens 7 Daily Challenges gemacht, oder was? Aber anscheinend nicht geschafft. Na gut. Dann war es das aber mit dieser Daily Challenge. Boah, ich habe ernsthaft nicht drauf geachtet, ob ich aufgenommen habe, aber ich nehme zum Glück auf. Die Folge ist sogar unter 40 Minuten. Kam mir nicht so vor, kam mir vor wie 3 Stunden. Aber gut, ich bedanke mich trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Nutzt diesen Part bitte zum Einschlafen und bitte nicht zu, was ich gesagt habe. Das wäre mir ein Anliegen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.